So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke, wieder mal in der Balkon Edition. Wir haben auch einen Stargast hier, guck mal, wer ist denn da? Hallo, ich bin die Marie. Hallo Marie. Hi. Hi, okay. Und wir, die will nämlich mal gucken. Wir waren eben bei McDonald's auf der Durchfahrt, wir hatten noch nichts gegessen und hatten die Idee, jeder nimmt sich ein Happy Meal mit, denn ab heute, glaube ich, waren die Pokémon-Karten im Happy Meal. Wir haben die ja schon mal gesammelt. Das waren dann aber die in der richtigen McDonald's Edition, ne, wo auch McDonald's drauf stand. Jetzt sind das wohl dann welche, die normalerweise sowieso in anderen Sets ganz normal erhältlich sind. Also gar nicht so speziell oder so besonders oder so exklusiv. Trotzdem haben wir jetzt mal die Ramses Spezialbox mitgenommen, denn normalerweise kriegt ihr in einem Happy Meal ja ein Päckchen, was ihr auspacken könnt. In der Ramses Spezialbox, die zeigen wir euch jetzt mal, ist die Limited Edition, die kriegt ihr nur, wenn ihr Ramses der Dicke seid, ne? Da ist nämlich drin einmal hier so ein Orangensaft zum Trinken. Das, hey, das ist für dich. Mein. Jetzt ist es deiner, genau. Dann haben wir einmal das hier diese Bio-Apfeltüte für die Kiddas, damit die da was zum Essen haben. Ne? Und noch eine zweite Bio-Apfeltüte, falls ihr zwei Kinder habt. Da kann das andere nämlich die andere. Ich hab keine zwei Kinder. Nee, noch nicht. So. Dann exklusiv in der Ramses Edition haben wir drei, nicht nur eins, sondern drei solche Booster-Packs, die extra aber nochmal irgendwie in so einen Pappkarton eingepackt sind. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit diesem Bautz. Bautz ist ein Starter aus der Wat Alola-Region oder so hieß es immer. Also wir packen mal die Bautz Edition aus. Ich weiß gar nicht, wie das cool ist jetzt. Cool. Da noch, warte. Da ist sogar noch Zeug. Oha. Drin. Ich kann überhaupt gar nicht mehr was hier. Oha. Was ist denn das? Ihr habt hier, da steht einfach nur, das ist ein Pokéball. Das ist so ein Clip und da ist nochmal ein Bautz zu sehen drauf. Ui, ja? Guck doch mal. Ja, und was ist das? Nix. Keine. Das ist hier, du kannst du drehen. Ist also irgendwie Quatsch, aber Bautz. Das ist also Plastikzeug, das ist für dich, bitteschön. Danke. Hier? Das will ich auch haben. Will ich auch haben. Kannst du dir angucken, was das ist? Und hier haben wir jetzt das erste Booster-Pack. Nö. Und dieses erste Booster-Pack wollen wir jetzt aufreißen. Ich bin neugierig. Was ist der Parame? Und ich weiß nicht, ob wir das rumdrehen. Weiß nicht, wie genau. Wie auch immer wir das machen. Ich würde normalerweise die Karten so aufdecken und mir dann angucken. Ich zeig's ja erstmal euch. Was ist das? Kann man es überhaupt erkennen? Es ist ein Pandagro. Oh. Warte mal. Wir müssen es anders machen. Wenn wir die Karten aufdecken, wie die Streamer, die machen das immer vor sich auf dem Tisch. Wir gucken uns das jetzt mal so an. Wir haben als erste Karte hier ein Pandagro. Oh. Finde ich auf jeden Fall cool, habe ich gesehen. Ist sehr dunkel, ist designt cool. Hier überall. Ist ja auch ein Unlicht-Pokémon. Steht da, ist auch eine Weiterentwicklung. Dann haben wir als nächstes hier ein Vati. Wow. Cool. Also ein Elektroschaf, ganz in Gelb gehalten. Und das ist zart rosa, das sieht auch niedlich aus. Dann haben wir hier als dritte Karte Lampi, statt Vati Lampi, ist auch gelb, Elektro, aber auch eigentlich hier, ist es nicht Wasser in Elektro, hier hast du Eisschollen, also gefällt mir vom Design her auch richtig gut. Und die letzte Karte ist, boom, ein Cotini und das ist sogar ein, wie nennt man das jetzt wieder, das ist ein Holo, das ist ein, ja, das ist Holo hinten, weil das ist ja... Oder ist Reverse Holo? Ne, da ist alles und nicht. Das ist auf jeden Fall hier. Es glitzert ein bisschen. Ich bin kein Pokémon-Kartensammler. Cotini. Wahrscheinlich ist also wieder in jedem Pack drei normale und eine mit Glitzerhintergrund. Finde ich aber insgesamt am hässlichsten, muss ich sagen. Welche gefällt dir am besten von den vier? Marie? Marie? Die zwei. Was, die grüne hier? Ja, und die da. Und die mit dem rosa Schaf. Okay. Ja. Dann legen wir die erstmal zur Seite, beziehungsweise packen die hier zurück. Und ich finde meine. Als zweites, weil ich so speziell finde, machen wir mal hier cool diese Victini-Box ja auf. Das ist ja eigentlich ein mysteriöses Pokémon. Victini. Mal gucken, was da drin ist. Da ist jetzt auch wieder hier so ein Plastikding. Cool. Mit Victini drauf kannst du wieder hier drehen machen. Da ist wieder so ein Coin, ein Victini. Coin hinten drauf, siehst du, Pokéball. Irgendwie ist hier auch eine Erklärung wahrscheinlich,
wie du da was machst und wie du dir da was angucken kannst. Den kannst du wegschnippen, hoch, niedrig, verstehe ich nicht. Jeder Spieler bekommt eine Karte, aha. Und hier machst du halt auch irgendwas. Könnt ihr euch ja in Ruhe mal angucken, wenn ihr solche Karten habt. Wir wollen eigentlich nur gucken, was hier in dem Booster-Pack drin ist. Und jetzt habe ich es auch schon gesehen. Und zwar die beste Karte habe ich schon gesehen. Wir fangen also wieder hiermit an und haben ein Costurso. Das ist auch ein Typ Fee, ne? Guck dir den an. Was laber ich? Das ist eigentlich ein Typ Kampf. Cool! Der Velursi hat auf jeden Fall letztens erst C-Day gehabt. Der sitzt hier gemütlich am Strand, so wie wir letztens im Urlaub. Dann als zweites Vati. Haben wir jetzt das zweite Mal. Das fandest du aber bei dem ersten so richtig cool, ne? Ja. Haben wir jetzt ein zweites Vati gezogen. Wir haben ein zweites Lampi gezogen. Also wir haben Vati und Lampi doppelt. Jetzt lass mich das doch erst mal zeigen, dass die Szene ist wirklich doppelt. Und die müsste jetzt wieder glänzen. Und das ist ein Bautz. Das ist der Starter, der hier vorne drauf war auf diesem Pack. Ist hier als Karte drin, auch wieder mit diesem glänzenden Hintergrund. So, welche findest du davon am besten? Ich finde das da und den da am besten. Okay. Also wahrscheinlich Costurso und plötzlich Lampi. Vorhin war auch Lampi dabei, war jetzt nicht so. Und hier original noch ein Pikachu-Cap. Und wenn wir das jetzt aufmachen, dieses Pikachu-Cap. Kann ich das auch? Nein, das mache ich jetzt auf. Du darfst eigentlich gar nicht dabei sein hier. Du tust mir die ganze Show stehlen, deswegen nehme ich jetzt hier dein Plastikding. Das ist gar kein Plastikding, du musst es doch auch zeigen. Hier, guck, das ist Pikachu und das sieht, glaube ich, am coolsten aus. Ah, kann ich das? Theoretisch sehen sie alle drei gut aus. Ja, okay, die nächsten Sachen packe ich nicht mehr auf dem Balkon aus, sondern im Keller. Ne? Ganz alleine im Keller. Nee, da komme ich mit. Jetzt warte, sonst sieht man das doch wieder. Jetzt geht das hier rum. Das ist jetzt richtig cool. Gar nicht bitte. Weil ich nämlich jetzt schon gesehen habe, was das ist. Und zwar, pass auf, das bitte. Fand ich eigentlich als die interessanteste Karte. Jetzt fällt auch alles um. Wunderbar, so muss das sein. Wir haben hier nochmal einen Panda-Gro. Vor allem stehst du komplett im Licht, sodass jetzt einfach nur alles dunkel ist. Noch ein Panda-Gro hier, wieder Unlicht, ne? So wie hier. Labras ist am Start. Eine Labras-Karte. So, jetzt hier mal Labras, dass ihr das mal seht. Das ist auch eins meiner Lieblings-Pokémon eigentlich immer gewesen. Hinten steht sogar noch eine Trainerin. Das ist eine sehr coole Karte. Auch ja. Generation 1 gefällt mir sehr gut. Jetzt habe ich es falsch rum schon wieder gehabt. Hier haben wir jetzt Ladybar. Ja, hier ist wie Ladybug. Ist doch hier Ladybug, deine lustige Serie mit der Frau, die ein Marienkäfer ist. Und das ist auch ein Marienkäfer. Nur, sieht aus, als hätte er so Knoblauchhände, ne? Ist jetzt nicht so krass, aber braucht man natürlich, wenn man es noch gar nicht hat. Und das Highlight kommt jetzt hier. Wieder mit Glitzer-Hintergrund. Bitte. Farbigel. Und Farbigel ist auf jeden Fall in den Spielen ganz besonders. Und habt ihr jetzt hier auch als, ich sag einfach mal, Holo. Ja, wenn es Reverse-Holo ist, dann schreibt es halt in die Kommentare. Das ist, glaube ich, die coolste Karte von dem ganzen Set, von den drei Tütchen bisher, würde ich sagen. Wenn ihr das auch so findet, schreibt es mal in die Kommentare. Bis dahin habt ihr euch auch schon eins von diesen McDonald's-Karten holen? Habt ihr euch auch schon eins von diesen McDonald's-Packs geholt, von den neuen Karten jetzt, ja? Was habt ihr so gezogen und welche Karte in diesen drei Sets fandet ihr bis jetzt am besten? Schreibt es mal in die Kommentare. Mit dir nehme ich nie wieder ein Video auf. Sag ich dir, bis dahin. Zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses und euer Marie. Eure Marie. Marie steht für I.